Wie wird die Abstimmung über den neuen Bürgermeister ablaufen und was passiert mit unserem neuen Bezirk? Reißt er uns jetzt in die Schulden und die Wahl kippt? Die Abstimmung geht schon mal durch. Das sieht aber hier nicht gut aus, weil das monatliche Saldo ist im gesunken Grad. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert beim nächsten Monat. Die Abstimmung über den Bürgermeister ist noch vorher. Wir sind noch im Plus. Aber es sieht nicht gut aus. Man muss nochmal Einfluss nehmen. Hier nochmal freundlich bitten. Mir wirklich am Herzen die Sache. Die sehen das nicht mehr ein. Kommunisten, auch eure Hilfe. Ja, das hilft. Hier nochmal nachfragen. Ich will das Problem wirklich angehen. Ja, das ist wirklich knapp. Ich muss nochmal alle beeinflussen. Die Bürger sind damit einverstanden. Das hilft nicht mehr. Die sind nicht mehr überzeugt. Die interessiert das nicht mehr. Hier fordere ich nochmal, die würden eine Menge Wähler verlieren. Ich würde dann wieder Kram ausplaudern von denen. Hier fordere ich nochmal. Die sollten sich schämen, wenn sie sich gegen mich stellen. Das kostet nur noch Wohlwollen. Müssen wir die Abstimmung passieren lassen und hoffen, dass es gut geht. Aber das sieht sehr gut aus. Bla. Bestätigt worden. Amt. Und der Bezirk wächst. Wir sind nicht im Minus gelandet und hier entstehen ganz viele neue Industriegebäude. Zum Beispiel Softwareentwicklung. Danke, Mario. Unsere Prinzessin befindet sich allerdings in einem anderen Schloss. Oh. Gut, das gibt jede Menge neue Verordnungen gibt es. Spaß. Und Videospiele sind freigeschaltet. Neues Geschäftsfeld. Was als nächstes? Mobilfunk? Mobiltelefone? Was ans persönliche Wachstum? Und Produktion von Mobilgeräten? Oder Automatisierung? Da werden die Arbeitslosen der Arbeiterklasse mehr. Da muss ich wahrscheinlich dann einmal kurz den Bezug abreißen, den alten, neue Industrien stehen zu lassen. Könnte ich aber eh gleich machen. Videospiele werden immer beliebter. Eine neue Form der Unterhaltung bereitet den älteren Generationen jedoch Sorgen. Die Stadtverwaltung debattiert, auf welche Weise die neue Erfindung die Kultur der Stadt beeinflussen wird. Worauf sollte sie sich konzentrieren? Obszöne Spiele verbieten? Phänomen wissenschaftlich erforschen lassen? Wir sollen die Menschen in Ruhe spielen lassen. Die sollen die einfach in Ruhe lassen. Haben sie Spaß, alles ist gut. Gut, hier wachsen nur neue, moderne Industrien ran. Metallindustrie, Bauungsindustrie, Filmproduktion. Papier gibt's auch neue. Möbel. Ölraffination. Okay. 300.000. Ist immer noch Bedarf nach neuer Industrie. So, stopp. Produktpiraterie. Ist weit verbreitet in Kaisershafen und die Lobbyisten von einer Interessensvertretung von Urheberrechtsschutz verlangen, dass die Stadt eine Kampagne gegen digitale Raubkopierer startet. Ich kann die nur noch unterstützen oder nicht. Ich finde, die sollen lieber vernünftige Absatzwege finden. Die Sachen günstiger machen. Die ganze Welt hielt vor Angst den Atem an, als die Sowjetunion direkt vor den Toren der USA Raketen in Kuba stationierte. Gleichzeitig hatte Svarija mit den eigenen Problemen zu kämpfen. Jugoslawien wollte sich nach Westen ausweiten und begann begierige Blicke auf Triest zu werfen. Heutzutage ist nur eine Frage wirklich wichtig. Kapitalismus oder Sozialismus? Wie sehen Sie das? Der Sozialismus hat durchaus Vorteile oder wir gehören eindeutig zum Westen? Er ist sehr traditionell. Allgewaltsbarriere garantiert zum Westen. Der Standpunkt sorgt für Verbesserung der Beziehung zu den Parteien des rechten Spektrums, distanziert sie jedoch stärker von denen des Linken. Teil der Mitte plus 2, hier nur minus 1 und die mögen uns eh schon nicht, das ist eh egal.
Gut, weiter geht's. Oder sind da viele Schlote entstanden im neuen Gebiet? Es wächst weiter an. Sieht gut aus hier. Schon viele Gebäude entstanden. Da wächst wieder ein neues. Kann bald der nächste Bezirk gebaut werden. Einwohner brauchen bald neue Gebäude. Der Antrag scheitert. Macht mir auch nichts aus. Ich hatte ja noch einen Antrag. Moment. Verordnung. Hier gab es doch irgendwas Neues. Kampf gegen Piraterie. Alterseinstufung. Das verhindert den Spaß. Bringt nur negative Sachen. Ja, dann will ich doch keine Alterseinstufung. Verbot brutaler Spiele behält die Sicherheit, aber auch den Spaß verringert. Spaß. Warum? Vorschrift zu Hygiene in Restaurants, auf jeden Fall. Denen geht's gut genug, die können da ein bisschen einbußen. Vorgeschriebene Sicherheitsgurte? Auf jeden Fall, auch Sicherheitsgurte braucht die in Autoindustrie. Das brauchen wir nicht. Weiter geht's. So, der neue Bezirk ist bald vollständig bebaut. Bedeutet, wir könnten einen neuen entwerfen. Erstmal die Hygiene in den Restaurants verbessern. Zeit anhalten. Das kostet die natürlich ein bisschen. Eigentlich ist keine Nachfrage da, aber Nachfrage so gering, dass wir nichts Neues bauen könnten. Deswegen. Jetzt ist es zu groß. Zu groß. Und die müssen schief machen. Und sieht das da oben natürlich doof aus. Bärliches Netz. Hätten wir hier einen so ein. Machen wir es so. Keine Industrie auf hoch. Gewerbe auf 30. Oder? Ja. 25? 25. Ne, 30. Komm, 30. Und kriegt alles, was er wollt. Elektrische Straßenbeleuchtung brauchen wir hier auch. Kanalisationssystem. Asphaltstraßen. Telefonzellen, Busnetz, Ampel, Stadtbahn, Polizeizellen brauchen wir nicht, hatte ich ja schon geguckt. Infrastruktur bestätigen. Die Grundschule könnten wir hier noch irgendwo reinbauen. Ja. Eine Oberschule. Und eine Berufsschule. So. Kostet uns 870 im Monat. Mal gucken, ob sich das wirklich lohnt. Eilabstimmung. Kritische Journalistin. Ich frage sie, was ich besser machen kann. Krieg wieder. Wenn eine Maschinerie beginnt, ohne menschliche Hilfe zu laufen, ist es an der Zeit, sie zu verschrotten. Sei es eine Fabrik oder eine Regierung. Bin gespannt, wie sich das jetzt auswirkt. Betriebskosten der Kliniken können wir senken. Aber es gibt jetzt mehr Arbeitslose in der Arbeiterklasse. Die Automatisierung sollte den Schulen erstes, genau.
Kosten werden gesenkt. Persönliches Wachstum steigt. Elektrooptik. Hardwarehersteller. Gut, bis. Outsourcing. Satelliten. Das ist gut. Okay. Zeit läuft weiter. Neuer Bezirk ist fertig. Er wird uns aber wirklich ins Minus hauen. Gucken, wie es auswirkt. 187.000 im Minus. Steht aber ein neues Gebäude. Eben die Abstimmung. Ein paar Monate halten wir das durch. Aber die Frage ist, wird sich das erholen? Wird da das Wachstum steigen? Ist Bedarf nach mehr Wohnraum wirklich vorhanden? Das klären wir dann in der nächsten Folge.